Ja, hello, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum weiteren Video hier von Notruf 112 der Feuerwehrsimulation 2. Wir wurden jetzt hier alarmiert, wenn ich gerade richtig gehört habe, zu einem Pumpeneinsatz. Wir sind auf jeden Fall... Ach, da hinten hätten wir reingemusst. Wir sind auf jeden Fall jetzt Wassertrupp-Mitglied und befinden uns auf der... Nein, darüber muss ich. Ich krieg einen Föhn hier, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt ist man ganz tattrig, wenn der Melder piept. So, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu einem Brandeinsatz, einer technischen Hilfeleistung im Bereich der Straße Dornenkamp. Dort wohl gemeldet ein Pumpeneinsatz. Bin ich mal gespannt. So, Leitstelle Mülheim von 1 Halef 1 kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da so erzählt wird. Wir fragen logischerweise diesmal doch wieder nach weiteren Informationen und sagen nicht, dass wir rausfahren. Ein Traum. Die vollgelaufene Garage, das ist nun unser Einsatzort. Und ich bin der Meinung, Dornkamp ist gar nicht so weit weg. Genau, da sind wir auch schon. 300 km/h und Gefahrenbremsung. Zack, schwupps. So, Wassertrupp, ihr sichert den Unfallort bzw. die Einsatzstelle. Das machen wir natürlich. Dementsprechend einmal raus. Türen schließen. Hallo? Türen schließen? Was das denn? Ich finde das hier auch cool. Irgendwie der Tritt wirkt oder der Einstieg wirkt sehr niedrig. Das ist auf jeden Fall irgendwie ergonomischer. So. Kann ich die Just for Fun sichern? Oder wie ist das? So, dann stellen wir hier vorne nochmal das... Dingen hier auf. Oder auch nicht. Weil wir keine Anzeige haben. Dann lege ich es doch lieber rein, wegen der Sicherheit und so, ne? Weil theoretisch müssen wir da auch gar nichts hinstellen. Aber wir können hier nochmal auf dem... Ne, weil das ja sehr unauffällig ist, dass wir hier stehen. Oder stellen wir es hier vorne für den Verkehr auf. Könnten es natürlich... Aber hier können wir es wieder nicht. Okay, ihr seht. Hier könnten wir gar nicht agieren. Das heißt, die Einsatzstelle ist auf jeden Fall durch Spiel begrenzt. So. Hier reinkommen. Was ist denn jetzt hier Phase, Freunde? Wir können mal die Heckwarnabsicherung einschalten. Wasser in Garageneinfahrt bestätigt. Pumpeinsatz wird vorbereitet. So, ne, hier schön Heckwarner einschalten. Damit der weiße Polo, der da hinten angedüst kommt, gleich Bescheid weiß. So, wir sind hier und da sehen wir schon, die C-Schlauchleitung ist gelegt. So, wir setzen das Ganze einmal hier in den Wasserbottich. Und wo ist der? Der Sound ist weg. No! Normal kam jetzt immer so ein... Ich glaube, die Pumpe zieht ein bisschen Luft hier. Ist auf jeden Fall Luft im System. Schnell weg. Und normal lief das Wasser immer hier raus, ne? Hat man zumindest... War ich zumindest der Meinung, dass man so leicht hat rausplätschern sehen. Aber nun gut. Sinkt denn hier? Passiert irgendwas? Wir haben zumindest die Animation, ne? Das ist ja schon mal die halbe Miete. Jetzt heißt es für uns abwarten. Ah, das ist so ein bisschen, oder? Ja, das ist so ein bisschen. Dauert halt auch eine sehr, sehr viel Wasser, was sich da angesammelt hat. So, alles aufgesogen. Na, jetzt dürfen wir es auch wieder alles zusammenpacken. Also, ich muss nach da hinten, natürlich, klar. Während wir an der Straße noch arbeiten, ist natürlich logisch, die Verkehrsabsicherung zuerst. Doch nicht. Ne, fiel jetzt auch dem Einheitsführer auf. Wir nehmen doch lieber erstmal die Sachen von der Straße. Sehr gut. So. Dann einmal wieder WLAN-Schläuche zusammenrollen. Und los geht's.
zack, schwupps, den Ziehschlauch einmal verladen. Und dann können wir schon anfangen, nachdem wir alles drauf haben, hier die einzelnen Gerätefächer wieder zu schließen, beziehungsweise die Trittflächen hochzuklappen. So, Uli, komm mal runter von der Straße, nicht, dass du noch einen draufkriegst und umgefahren wirst hier. Und dann geht es für uns jetzt, ne, haben wir hier gelesen, alle aufsitzen, wir können los. Oder fahren los oder irgendwie sowas, auf jeden Fall. Für uns geht es wieder zurück in Richtung Feuerwehrhaus. Also Türen schließen. Und wir warten auf Startsignal unseres Kompagnons. Oh man, da gucke ich aber ganz schön in die Butnik. So, jetzt kommt im Endeffekt logischerweise, ne? Abschließende Lagemeldung, Wasser mittels Tauchpumpe aufgesaugt. Einsatzstelle an den Eigentümer, wir rücken ein. Ein Traum, dass das die Leitstelle so versteht. Das heißt, wir fahren wieder rein mit unserem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Und da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wann der Uli uns endlich mal jetzt auffordert. Ne, sag ich, wie es ist, wenn wir jetzt Einsätze hintereinander weggemacht. Die ganze Zeit. Ja, vom Brandeinsatz zum Verkehrsunfall, zur technischen Hilfeleistung. Ich würde mir halt wünschen, wenn es vielleicht noch sowas geben würde. Ich weiß nicht, ob wir einen Türöffnungssatz haben. Haben wir eigentlich nicht, aber wir haben auf jeden Fall, bin ich der Meinung, Akkuschrauber. Als wir das Auto mal leer geräumt haben, auch das Tanklöschfahrzeug, da ist auf jeden Fall ein Akkuschrauber drauf. Das heißt, wir könnten auch den Türöffnungseinsatz zusammen mit dem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr fahren. Wir könnten Ölspuren fahren, denn wir haben ja auch das Bindemittel mit an Bord. Und. Also da wäre es halt cool. Oder zum Beispiel zusammen mit den Kräften der Berufsfeuerwehr eine längere Ölspur. Ne? Dass man da wirklich, weiß ich nicht, nicht nur ein, zwei Flecke hat, sondern vielleicht 20 Flecke. Ja, und dann machen irgendwie, weiß ich nicht. Ein paar sind schon durch die Berufsfeuerwehr abgearbeitet und dann stehen die da halt und haben kein Bindemittel mehr und dann kommen wir ins Spiel. Ne? Mit unserem HLF. Dann fährt der Tanker auch raus, weil, weiß ich nicht, ich glaube, die haben auch Bindemittel. Die haben ja gefühlt eh mehr technische Beladung hier drauf auf dem Auto als wir auf unserem kleinen HLF. Zumindest macht das manchmal für mich so den Anschein, ehrlich gesagt. Natürlich sieht das in der Realität anders aus. Und ja, klar, das Telef hat nicht das hydraulische Rettungsgerät. Das ist mir natürlich auch alles bewusst. Aber wenn ich da hinter die Schotten gucke vom Tanker, sieht das schon echt nicht schlecht aus. Weiß ich, wie es ist. So, wir können wieder raus, da wird uns die Tür aufgemacht. Einmal wieder raus, Seitentür zu. Und diesmal geht es aber wirklich ins Bett. So, jetzt war das hier genug Klingelwache für einen Tag. Eigentlich können wir den Thorsten nochmal ansprechen, aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird nichts. Schnell weg, bevor es jetzt nochmal piept. Bevor es nochmal piept, ne, schnell rein ins Auto, Motor an. Man muss da auch ganz ehrlich sein, sage ich euch, wie es ist. Ne, wenn man nicht einsatzfähig ist, weil man jetzt zum Beispiel eine Nachtschicht hatte oder weiß ich nicht, so wie wir jetzt hier 10.000 Einsätze hintereinander, dann muss man auch die Ehrlichkeit besitzen, wenn es piept, zu sagen, hey, oder man vielleicht auch krankgeschrieben ist, aber halt jetzt nicht irgendwie wegen Schnupfen oder sonst wie was, sondern vielleicht aufgrund anderer Dinge, ne, kann man natürlich nicht zum Einsatz. Das ist ganz klar. Ne? Denn man muss im Einsatzfall 100% leistungsfähig sein. Und damit meine ich nicht nur im Brandeinsatz, sondern auch im Bereich der technischen Hilfeleistung. Und da wäre das einfach äußerst unglücklich, ne, wenn es da irgendwie Probleme geben würde. Nun gut. Ich parke jetzt einfach mal auf der anderen Seite. Ich bin nämlich ein Fuchs. Ich weiß ja, dass wir immer... So. Kann ich da ganz lang... Nee, da kann man natürlich nicht ganz langsam ranfahren. Egal. So, zack, schwupps. Reicht. Wir stehen in Fluchtrichtung. Das heißt, wir könnten, wenn was wäre, gleich wieder verschwinden. Tür machen wir zu. Und dann geht es einmal hoch
Die Tür kann ich offen lassen, ist ein sicheres Viertel und hier riecht es ein bisschen. Kann ich das Fenster aufmachen? Nein, leider nicht. Da hat hier wieder die Firma, die von der Hausverwaltung angestellt ist, zur Reinigung des Treppenhauses ein bisschen zu viel Putzmittel genommen. Ja, und dann einmal rein in die Koje. Endlich mal ein wenig Erholung. So. Thorsten meldet sich auch nicht bei uns. Ich merke schon, das wird hier wieder ein belohnender Abschluss. Eigentlich hatte ich ja gehofft, wir kriegen jetzt hier unseren Lehrgang irgendwann. Aber ich sehe, das ist nicht der Fall. So. Aber dennoch finde ich es cool, dass wir jetzt hier so einen Einsatz hatten mit der Tauchpumpe, also so ein bisschen individueller gestaltet, sage ich mal. So, wir wissen ja, was. Wer hat mein Auto umgeparkt? Was ist denn da los? Waren das die kleinen Mainzelmännchen? Da wird man ja porös. Naja. Auf geht's. Ein kleiner morgendlicher Powerwalk. Das kann natürlich nicht schaden, ne? Sag ich, wie es ist. Hier einmal um den Block. Wahrscheinlich, wenn wir genau an der anderen Seite sind, werden wir dann alarmiert. Feuer 15. Und dann zack, schwupps. Mit Vorhofflimmern zum Auto. Aber nun gut. Ich würde sagen, das war jetzt ein weiteres kleines Video hier von Notruf 112 der Feuerwehrsimulation. Und während ich jetzt hier die heimische Flora und Fauna erkunde, könnt ihr gespannt bleiben, wann der nächste Einsatz kommt und vor allem, wann wir unseren nächsten Lehrgang machen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem weiteren Video von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 im DLC der Freiwilligen Feuerwehr. Bis dahin, tschüss.